Dieser Tanz beschreibt die Laune der Schauspieler des Puppentheaters wohl ganz gut, denn sie dürfen endlich wieder auftreten. Hier sehen Sie gerade Ausschnitte aus einer Probe für das Hofspektakel. Die Karten dafür sind zwar schon fast ausverkauft, trotzdem wollen wir Ihnen das Stück heute etwas näher bringen. Denn es handelt sich hierbei um eine Neuinterpretation eines absoluten Klassikers von William Shakespeare. Es ist die Originalstory des Sommernachtstraums, ein bisschen uminterpretiert. Also zwei Liebespaare, die miteinander kreuzweise verbandelt sind und sich uneins sind, wer wen bekommt, gehen in den Wald, um dem Gesetz zu entfliehen oder um den Vorschriften zu entgehen. Parallel dazu gibt es eine Theatertruppe, die ein Stück proben will auf merkwürdig unvollkommene Weise. Und dann gibt es Waldgeister, die sich auch uneins sind und im Eheklinch liegen. Und diese Konflikte werden alle zusammengeführt in einer nächtlichen oder abendlichen und morgendlichen Waldsituation, in dem die normalen Gesetze der Logik ein bisschen ausgehebelt sind. Zur Auflösung der Logik kommen wir definitiv später noch einmal, aber eins nach dem anderen. Der große Twist im Puppentheater wäre, weshalb das Stück auch Spätsommernachtstraum heißt, die Hauptpersonen sind nicht jugendlich, sondern alle um die 80. Trotzdem tut das der Romanze keinen Abbruch. Eigentlich heizt das Alter das Drama nur noch zusätzlich an. Dieser Mann, und ich sag's ihm ins Gesicht, war vor kurzem noch in Helena verliebt. Die Schneewittchens Tochter. Er gewann ihr Herz. Und sie, die Süße, die sitzt jetzt leidenschaftlich wartend und voll blinder Hoffnung für diesen flatterhaften Typen. Ja, davon habe ich auch gehört. Was du? Nein. Ich wollte schon längst mal mit ihm drüber sprechen. Noch habe ich selber gerade so viel zu tun, dass ich es vergessen habe. Du, Hermia, versuch deine Amouren dem Willen deines Mannes anzupassen, sonst heißt es für dich Tod oder Einsamkeit. Meine Damen, meine Herren. Das Hofspektakel ist für alle Beteiligten immer etwas Besonderes, schon allein durch das Open-Air-Konzept. Dieses Mal war es aber auch eine besondere Herausforderung, denn schließlich gelten die Corona-Verordnungen auch hier. Naja, die Verordnungen sind ja nun mal da und wir haben den kleinen Vorteil, dass es Open-Air ist. Das heißt, da sind die Verordnungen nicht ganz so streng. Das heißt auch, wenn man an der frischen Luft sind, die Aerosole sich ein bisschen anders verteilen, kann man etwas freier damit umgehen. Trotzdem gibt es ja die Bestimmungen. Und die haben wir versucht oder versuchen das ja gerade immer noch irgendwie so einzubauen, dass sie spielerisch Sinn machen, dass sie vielleicht sogar einen Mehrwert spielerisch ergeben, dass sie auch einen kleinen Kommentar abgeben auf diese ganze Corona-Zeit und auf die merkwürdigen, sich ständig ändernden Anweisungen oder ständig ändernden Vorschläge. Wir versuchen damit weitestgehend spielerisch umzugehen und sie trotzdem einzuhalten. Wie man hier sieht, sind die Verordnungen auch auf der Bühne wichtig. Schließlich sind es nicht nur Puppen, sondern auch Menschen, die miteinander agieren müssen. Im ursprünglichen Stück waren das übrigens die Handwerker, die ein Theaterstück im Wald proben. Quasi ein Theaterstück im Theaterstück. Hier wird das Stück deutlich mehrdimensional. Solange der Mensch ein rational funktionierendes Tier ist, kann ich es als Stückeschreiber einfach nicht zulassen, dass Personen auf der Bühne etwas tun, was sie im wahren Leben niemals machen würden. Hör, du weißt aber schon, dass wir im wahren Leben gar nicht existieren. Was sollte das schon wieder bedeuten? Ihr seid euch doch hoffentlich im Klaren darüber, dass wir nur Figuren in einer Geschichte sind, die jetzt gerade hier in Magdeburg-Buka auf diesen Brettern gespielt wird. Wir sind also Figuren in einer Geschichte und werden gleich mein Stück zu sehen bekommen, das wiederum ein Stück innerhalb eines Stückes ist und die schauen uns dabei zu. Ja, verdammt, das ist doch irgendwie metaphysisch, oder? Und da wäre auch schon die dritte von vier Ebenen. Mystische Wesen wie Elfen und Feen kommen nämlich auch in dem Stück vor. Das, vermischt mit Shakespeares skurrilen Bühnenideen, führt immer wieder zu den sonderbarsten Situationen. Und da wären wir wieder bei der angesprochenen Auflösung der Logik. Die Schauspieler bringen das aber sowohl durch ihre Puppen als auch durch ihren eigenen Charakter perfekt auf die Bühne. Dieser Feuereifer liegt bestimmt auch an der langen Zwangspause. Der Beginn war so
ich habe so 3 Tage gebraucht. Ich dachte, kann mich mir überhaupt vorstellen, wieder Theater zu machen. 8 Wochen Pause, 8 Wochen nichts gemacht. Man ist so ein bisschen eingerostet. Das war aber nach 3 Tagen relativ schnell vorbei. Und es stellte sich verblüffenderweise wieder Normalität her. Und man hat gemerkt, wie es einem gefehlt hat, die 8 Wochen. So den geraden Ton, wieder die Interaktion mit Menschen, sich selbst wieder reden zu hören, zu interagieren, körperlich zu werden. Und körperlich wird das Stück definitiv. Wie gewohnt ist das Hofspektakel ab 16 Jahren und damit gehört es zum Abendprogramm. Man sollte also das ein oder andere Stück nackte Haut erwarten oder einfach nur skurril erotische Darbietungen. Für Kulturfans wird auch diese Veranstaltung also wieder alles bieten, was man sich wünschen kann, inklusive der bekanntesten Zitate des Stückes. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist wirklich Selbstberechnung, sagt die Berechnung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Die Karten dafür sind wie gesagt offiziell schon ausverkauft. Allerdings kann man an der Abendkasse immer noch einmal Glück haben. Das ist auch für den Regisseur Moritz Soestmann etwas Besonderes, der die Magdeburger Lust auf Kultur deutlich zu schätzen gelernt hat. Normalerweise arbeite ich halt in Köln und auch während der Corona-Krise haben wir uns alle mal großen Gedanken gemacht, ob denn das Publikum danach überhaupt noch ins Theater will oder ob es zu Corona-Bedingungen in den Einschränkungen, ob es wirklich Lust hat auf Theater. Und ich war unglaublich gerührt, als ich mitkriegte, dass hier der Kartenverkauf auch in den Hochzeiten der Corona im März ungebremst weiterging. Und das hat mich richtig gerührt. Das Publikum hält dem Puppentheater Magdeburg die Treue. Also das scheint eine enge Verbindung zu sein. Und das finde ich toll. Das Hofspektakel ist für das Puppentheater übrigens nicht nur das letzte Stück der Saison, sondern auch das wichtigste. Ähnlich wie das Sommerspektakel im Technikmuseum gehören die Vorstellungen aus Buckau schon fest in das Magdeburger Kulturbild. Vielleicht haben Sie ja Glück und haben schon eine Karte. Ja.